Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt ja die ersten drei Teile von dieser Automafia-Geschichte bereits gesehen. Es ist verblüffend, wie sich hier eine Wende herbeigeführt hat. Es ist so, ich hatte nochmal, ich blende euch das auch ein, ich hatte die nochmal angeschrieben, im Englischen natürlich, ob es nicht eine andere Lösung gibt, ob wir nicht vor Ort in München eben einen Escrow-Service zusammen eröffnen können und ich würde dann gleich das Geld dahin überweisen und ich habe denen sogar angeboten, das Geld in bar mitzubringen. Daraufhin kam dann ein E-Mail zurück, dass es eben nur auf diese Weise laufen kann, so wie die es vorgeschlagen haben. Also sprich, die wollen wieder meinen Ausweis, sprich, die wollen ein Escrow-Konto eröffnen und hier einfach Zugriff drauf haben wahrscheinlich und denken, ich bin zu dumm und tu dort dann 62.000 Euro hinüberweisen. Es ist auch so, die Hotelbuchung ist bereits wieder storniert. Das war lediglich ein voller Fake. Ich habe das Ganze an die Kriminalpolizei weitergegeben. Ich habe das Ganze an Stern TV weitergeleitet. Ich habe das an RTL weitergeleitet und auch an verschiedene andere Pressestellen. Ebenso habe ich mich mit gebrauchtwagen.at in Verbindung gesetzt. Die Anzeige, blende ich euch auch ein, ist mittlerweile gelöscht, damit eben die, die eventuell darauf reingefallen sind oder wären, hier eben die Chance haben zu sehen, auch das Fahrzeug ist eventuell verkauft oder weiß auch immer, was die denken, dass die da eben am 4. nicht unnötig nach München fahren oder irgendwie noch Geld überweisen oder sonstiges. Das mal zu der Geschichte. Somit hat sich das jetzt erledigt. Ihr habt gesehen, da sind Verbrecherbanden auf höchstem Niveau unterwegs. Ist halt so, man muss auf der Hut sein heutzutage, ansonsten kann man ganz schnell ganz viel Geld verlieren. Jetzt kommen wir noch zu dem anderen Punkt. Ihr habt ja gesehen, dass wir vor kurzem einen S350 CDI BlueTEC gekauft haben und den haben wir in ein paar Videos zuvor eben auf S63 Look umgebaut. Vorne die Frontschürze getauscht, die Heckschürze getauscht, den Diffuser eingebaut mit den schönen vier Auspuffrohrblenden. Und heute habe ich noch einen Termin in der Halle. Wir werden das Auto softwaretechnisch so schön tiefer legen. Das Felgenvideo habt ihr ja auch gesehen. Das war ja jetzt gerade aktuell. Und es ist so, dass wir das Auto unbedingt noch tiefer haben wollen, damit es jetzt so richtig schön eine Linie macht und so richtig sportlich aussieht, das Ganze. Dann werden wir noch ein paar Beppal anbringen, das heißt dieses V8 Biturbo an der Seite, hinten AMG und 63. Ja, dann ist das Fahrzeug eigentlich fertig, wird dann so fotografiert und kommt dann in den Verkauf. Und solange fahren wir das halt noch hier bei Plutonium Cars. In diesem Sinne schalte ich jetzt um in die Halle und jetzt seht ihr, wie man softwaretechnisch so richtig schön die S-Klasse runterholen kann. Wir werden auch das AMG-Logo aktivieren. Und ja, schauen wir einfach, was passiert. Viel Spaß beim Schauen. So, und wenn er da jetzt mal genau hinschaut, jetzt neigt sich das Fahrzeug vorne langsam, dann geht es hinten wieder ein Stück runter, vorne geht es wieder ein Stück runter und so neigt sich das Fahrzeug ganz, ganz langsam und kommt circa 3 cm tiefer. Allerdings kommt er ja noch mal ein Stück tiefer mit dem Sportmodus. Und ganz wichtig ist, hier müsst ihr natürlich Spur und Sturz nachträglich einstellen lassen, beziehungsweise ich muss das hier auf jeden Fall tun. Nagelneue Reifen habe ich drauf, das heißt, das ist das Beste, was man hier dann haben kann als Ausgangssituation für die Vermessung. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me
judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. Und die Reifendrucksensoren, die ich verbaut habe, funktionieren auch alle einwandfrei. Jetzt schauen wir uns an, ob das AMG-Menü auch funktioniert. Ich habe mich hier sozusagen im Fahrzeug eingeschlossen. Spiegel sind angeklappt. Ich schließe jetzt mal auf. Dann schauen wir aufs Display. Und ich starte mal. Und was macht er? AMG-Menü. Richtig gut. Ist doch supi, ja? Jawohl. Und noch eine kleine Änderung haben wir hier im Menü. Und zwar, wenn wir auf Einstellungen gehen, beziehungsweise auf Service, so rum. Und OK. Runter auf AdBlue, auf OK. Und dann seht ihr, das AdBlue-Menü ist mit drin. Also Leute, ich muss echt sagen, das Tieferlegen und die Felgen in Kombination, das hat wirklich was gebracht. Das sieht wirklich affenscharf aus und hat auch den S63-Look. Mit dem V8 Biturbo hier ist es natürlich absolut genial. Und gewaschen habe ich ihn immer noch nicht. Aber hier den 63er habe ich noch drauf gebeppt. Also kein S63, einfach nur 63. Ja. Und hier mit den Felgen und auch wieder hier vorne auf der Seite dieses V8 Biturbo. Sieht aus wie ein 63er jetzt. Und der ist tief. Der ist richtig tief jetzt. Auch von vorne nochmal. Ja, schaut jetzt richtig böse aus. Und schön tief. Jawohl. Ja, das war mal heute eine coole Aktion. Eben hier mit der speziellen Programmierung das Ding tiefer zu legen. Das war absolut notwendig, die neuen Felgen. Ich finde es echt geil. Und jetzt mit der Tieferlegung. Und entschuldigt bitte den Lärm hier hinten dran, aber wir haben unser Autohaus halt genau hier an der Bundesstraße, an der Hauptstraße, was natürlich für die Lage für uns sehr gut ist, aber nicht für den Lärm. Ja, wie gefallen euch die Felgen? Wie gefällt euch das mit der Tieferlegung? Ich finde, jetzt ist das geil abgerundet, auch mit diesem Fake V8 Biturbo. Es ist ja ein S350 Diesel. Aber ich muss wirklich sagen, seitdem wir das Auto gekauft haben, haben wir ja Stück für Stück dokumentiert. Wir haben ja dieses AMG Front- und Heckschürzen-Kit dran gebaut, inklusive, zeige ich euch nochmal, dem Diffuser mit den zwei Auspuffblenden, die hier zu sehen sind. Dann die Beppball haben wir drauf gemacht, AMG 63 V8 Biturbo. Auf den beiden Seiten. Eieiei. Und ja, die Felgen kommen richtig gut. Auch die Tiefe jetzt. Von vorne sieht er auch richtig schnittig aus. Also ich bin wirklich begeistert. Ja. Ah, sieht schon richtig böse jetzt aus. Für uns in Österreich ist es ja so, wir würden uns ja mit einem echten 5,5 Liter oder 6,3 Liter oder selbst der 4 Liter AMG zu Tode bezahlen an Nova und motorbezogene Versicherungssteuer. Deswegen ein S350 Diesel, der schon sehr teuer ist im Jahr, aber das hält sich noch in Grenzen, den so aussehen zu lassen wie ein S63 AMG, ist doch nicht schlecht. Also ich finde das cool. Mir gefällt das. Und ich finde auch, die Felgen sind echt ein Volltreffer. Ich bin so glücklich über die Felgen. Was meint ihr? Schreibt mir das in die Kommentare bitte. Lasst auch schon mal einen Daumen hoch da. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sind morgen dann auf der Boot. Beziehungsweise, ob ihr das Video dann später seht oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall auf die Boot. Auf jeden Fall. Und dann werden wir auch ein paar geile Boot-Videos auf unserem Kanal veröffentlichen. Ciao, Baba!